Klarheit finden. Wir sind ja gerade im Elsass mit unserer Tochter und den Enkelkindern. Der Kleine ist gerade erst ein paar Wochen alt und hätte heute seinen Schnuller gebraucht. Und der Schnuller war nicht da, wo er liegen sollte, nämlich normalerweise neben ihm dran oder ganz in der Nähe. Wir haben gesucht, erst hat die Mama gesucht, dann habe ich mitgesucht, dann hat der Opa mitgesucht. Dann hat noch der Papa angefangen zu suchen und wir haben alle gesucht und haben diesen Schnuller nicht gefunden. Die Wohnung ist jetzt nicht wirklich groß, also an sich gibt es nicht viele Stellen, wo man suchen kann. Aber okay, sie hat ihn auf den Arm genommen, so nochmal beruhigen können. Wir haben fertig gegessen und danach haben wir gesagt, so jetzt gehen wir wieder auf Suche. Und siehe da, der Schnuller lag in unmittelbarer Nähe, verdeckt, eigentlich da ganz in der Nähe, wo wir vorher schon gesucht hatten, verdeckt. Was hat es mit uns und unserem Business zu tun? Ich glaube, dass die Dinge ganz oft ganz nah liegen, ganz nah bei uns. Dass es aber die Frage ist, was braucht es, damit wir die Dinge entdecken und sehen können und erkennen können? Und da sind uns manchmal Sachen im Weg, ob das alte Glaubenssätze sind, ob das verschiedene Dinge sind, die uns einfach hindern, das zu sehen, was so nah ist, was es für uns im Moment braucht. Und um diese Klarheit zu gewinnen, ist es manchmal gut, einfach Abstand zu nehmen. Also einfach ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, um ja, mit neuer Perspektive dran zu gehen. Manchmal ist es gut, einfach mit jemandem drüber zu reden. Ich erlebe das ganz oft bei meinen Kundenklienten, dass manchmal schon allein das Strategiegespräch reicht, um Klarheit zu gewinnen. Auf einmal sind Dinge, die immer schon da waren oder ganz in der Nähe, klar. Und wenn sie klar sind, können sie auch umgesetzt werden. Oder manchmal ist es auch erforderlich, wirklich rauszugehen aus dem Alltag, wirklich komplett rauszugehen, einen ganz anderen Ort aufzusuchen, eine andere Perspektive einzunehmen, sozusagen von oben auf die Dinge zu schauen und ja, da Klarheit zu gewinnen, damit man dann in die Umsetzung kommen kann. Ich wünsche dir, dass du das, was für dich, für dein Leben wichtig ist, dass du das erkennst, findest und dann in die Umsetzung kommst. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.